Heute schauen wir uns mal was ganz, ganz Wildes an. Gerne das Video davor liken und ganz wichtig, falls ihr neu da seid, natürlich auch gerne Kanal abonnieren. In letzter Zeit ist ja sehr, sehr viel Seltenes in den Itemshop gekehrt und jetzt schauen wir uns mal an, was ist mit Travis Scott, was ist mit Kratos, wie selten sind manche Dinge jetzt geworden. Im Shop könnt ihr auch gerne mich hier supporten, falls ihr Bock drauf habt, einfach hier FERJOSYT eingeben. Kuss geht raus für euren Support. Wichtig, tragt es ganz genau so ein, wie es hier steht. Denn ansonsten, falls ihr irgendwas Falsches macht, supportet ihr jemanden anderen. Jetzt nochmal zu den ganzen seltenen Sachen. Es ist ja sowas wie Black Widow reingekommen in den letzten Tagen. Und jetzt hat sich auch natürlich die Liste der seltenen Sachen geändert. Wir werden uns aber mal nachschauen oder uns anschauen, wo was ganz genau jetzt selten ist. Denn das war ein verrückt seltener Skin. Der ist auch übrigens gar nicht mehr im Itemshop. Der war wirklich nur 24 Stunden da. Und die Spitzhacke von Black Widow, die ist nicht aufgetaucht und ist jetzt verdammt, verdammt selten. Wie, wo, was selten, werde ich euch gleich zeigen. Nochmal kurzer Funfact hier zum Eminem-Skin. Er hat jetzt tatsächlich seinen eigenen Emote bekommen. Und hier gibt es eine Besonderheit. Achtet mal auf die Lippen vom Emote. Ich hoffe, ihr habt es bemerkt. Ich musste kurz die Musik muten, wegen Copyright. Aber achtet mal auf seine Lippen. Er singt seinen Song tatsächlich mit. Aber wählen wir mal jetzt Mr. Beast aus. Und spielen sein Emote ab. Er singt es nicht. Eminem singt es tatsächlich aber mit seinen Lippen mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden Skin gilt, aber ich schätze mal, nur Eminem kann den Song anscheinend mit den Lippen performen. Gut, schlechtes Beispiel, da müssten wir mal kurz die Maske abnehmen. So, zack, jetzt. Ja. Also, das ist so ein kleiner Fun-Fact. Eminem singt tatsächlich synchron mit den Lippen, die anderen Skins tatsächlich nicht. Jetzt schauen wir uns mal an, was denn aktuell so alles selten ist, wie die Liste sich entwickelt hat und es wird sehr, sehr heftig werden. Gerne auch kommentieren, was ihr alles davon besitzt, würde mich interessieren. Fangen wir hier mal ganz entspannt mit den ganzen Skins an. Die Skins ganz unten links sind 526 Tage alt, finde ich jetzt nicht so besonders. Master Chief, der ist auch schon echt gut selten. Also hier 544 Tage, das ist schon wirklich krass. Aber es wird noch ganz krass, diese ganzen roten Skins, muss ich sagen, fühle ich jetzt nicht wirklich. Die Jordan Skins sind auch schon richtig gut selten, sind anscheinend beide gleichzeitig reingekommen in den Itemshop, weil die haben alle dieselben Tage. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Diese ganzen NBA-Skins auch schon 644 Tage alt. Viele fragen mich auch immer, ob Arcana Jinx irgendwann in den Itemshop wieder zurückkehrt. Ja, natürlich, irgendwann mal kehrt alles wieder zurück. So selten sind die aktuell knapp 700 Tage. Übrigens, für die, die es immer noch nicht wissen, da ja jetzt Black Widow rausgeflogen ist aus der Liste, ist aktuell Eddie Brock, ganz genau der hier, der seltenste Marvel-Skin. Besitzt ihr den, habt ihr aktuell einen sehr, sehr seltenen Marvel-Skin. Die ganzen Ghostbuster-Skins hier sind auch schon relativ selten, 728 Tage. Viele warten ja auch aktuell auf Mike Lowrey, das ist ja ein sehr, sehr bekannter Schauspieler, auch knapp 800 Tage nicht da gewesen. Ferrari-Skins, auch knapp 800 Tage nicht da gewesen. Also die Liste ist schon wirklich voll mit Skins und sehr besonderen Skins. Diese ganzen Fußball-Skins, die fühle ich gar nicht. Krass, dass die schon so selten geworden sind. Hier wird es jetzt schon langsam interessant. Snake Eye, auch sehr, sehr krass selten. Major Lazer, der hier unten, Hyper Rayon, wie auch immer, sehr selten. Der auch schon krass selten. Takara, richtig, richtig wilder Skin. Aber gleich wird es noch seltener. Passt auf. Jetzt müssen wir stoppen. Sophia und John Wick, fast 1000 Tage alt. Dante sollte eigentlich in den Itemshop kommen, den hat Epic Games aber ausgelassen. Kratos auch schon knapp 1000 Tage alt. Psycho Bandit, so ein wilder Skin, auch schon richtig selten. Und jetzt müssten wir, ja, noch nicht zu Platz 1 kommen. Travis Scott, 1311 Tage. Und ich kann nur eins zu Travis Scott sagen. Viele glauben es nicht immer. Der wird aber irgendwann mal demnächst in den Itemshop kommen. Das ist ganz normal. Jeder hat es auch gesagt zu Black Widow. Die kommt nie in den Shop wegen Lizenzproblemen, wegen Streitigkeiten, was auch immer. Was ist passiert? Sie ist random in den Itemshop gekommen. Das gleiche wird mit Kratos und natürlich auch Travis Scott passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Einschätzung ist, wenn die jetzt nicht dieses Jahr kommen, dass die nächstes Jahr, Ende des Jahres, erscheinen werden.
Das ist so meine Vermutung, entweder noch dieses Jahr oder dann irgendwann mal Ende nächsten Jahres. Dann geht es hier weiter mit Platz Nummer 1. Ist aktuell der Reflex-Skin, aber beim Reflex-Skin habe ich auch schlechte Neuigkeiten. Den kann tatsächlich Epic Games zu jeder Zeit raushauen, denn der wurde komplett geupdatet und kann jetzt jederzeit in den Item-Shop reingehauen werden. Tracker Platz Nummer 2 und einmal hier Schamanen-Skin Platz Nummer 3, Kohle-Skin Platz Nummer 4. Hier drin in der Liste ist nicht das Starter-Paket drin. Der ist eigentlich das seltenste oder der seltenste Item-Shop-Skin, der Season 4 Starter-Paket. Aber es ist nicht hier drin, weil die Liste halt wirklich sich nur auf reine Shop-Skins konzentriert. Und der Starter-Paket-Skin ist ja eigentlich ein reiner Starter-Paket, ist also kein Shop-Skin. Ich weiß, war zwar mal für 2 Tage im Shop, aber so gesehen ist es kein Shop-Skin. Deswegen ist er hier nicht in der Liste drin. Aber wenn man es ganz genau nehmen will, ist tatsächlich das erste Starter-Paket das seltenste Item, was jetzt die Skins betrifft. Aber ist nicht hier drin, deswegen ist jetzt Reflex-Skin hier Platz Nummer 1. Dann geht es aber auch schon weiter mit den ganzen seltenen Spitzhacken. Das ist auch wirklich krass, wie selten schon mittlerweile die ganzen Pickaxes geworden sind. Vor allem der untere Bereich, ja, hat man kaum gesehen. Ich spule nochmal ein bisschen zurück. So, das sollte eigentlich ausreichen. Da haben wir den grauen Balken wegbekommen. Also unten links finde ich nichts wirklich besonders, muss ich ehrlich sagen. Wir pausieren hier mal, weil hier ist eine sehr, sehr wilde Spitzhacke von den Ghostbusters dabei. Die ist sowas von gut. 728 Tage. Die meisten Pickaxes finde ich ganz ehrlich gar nicht mal so besonders. Vor allem im unteren seltenen Bereich finde ich hier echt keine wirklich geil. Finde ich nicht cool. Nö, nee. Also würde ich echt nicht spielen. Nee. Aber hier sind verdammt seltene Spitzhacken dabei. Werdet ihr auch gleich sehen. Was mir gerade auffällt, sehr, sehr viele doppelhändige Pickaxes sind hier am Start. Einige, jetzt nicht mehr so viele. Boah, oh mein Gott, auf diese Spitzhacke warte ich. Die ist so cool und die ist fast 1000 Tage nicht im Shop da gewesen. Ich hoffe, die kommt irgendwann mal zu einer Sommerseason zurück. Denn es ist ja logischerweise so eine sommerliche Spitzhacke. Hier ist auch eine krasse dabei. Natürlich Kratos Pickaxe, die ist auch cool, die besitze ich sogar, die besitze ich auch. Und ganz links habe ich eine schlechte Neuigkeit. Diese Hühnchenspitzhacke mit den Spießen kommt demnächst in einem OG-Spinnpaket in den Shop. Außer Epic Games verschiebt das Ganze, dann dauert es noch ein bisschen länger, bis sie rauskommt. Aber sollte eigentlich noch in dieser Season passieren. Dann geht es hier weiter mit... Boah, hier bin ich gespannt, ob Epic Games das Ganze dieses Jahr raushauen wird zu Weihnachten. Denn das sind 2 Weihnachtsspitzhacken. Bin ich sehr, sehr gespannt. Boah, Travis Scott Spitzhacke, sehr, sehr crazy, 1311 Tage schon alt. Natürlich genauso alt wie der Travis Scott Skin, logischerweise. Gleich wird's hachen. Jetzt. Tatsächlich ist Black Widows Spitzhacke aktuell die seltenste Fortnite Item Shop Spitzhacke und ich besitze sie tatsächlich. Gerne kommentieren, wer die hat, denn die kam tatsächlich nicht mit Black Widow zurück. Nur Black Widow, Backpack und Emote. Spitzhacke wurde vergessen. Oder hat Epic Games mit Absicht so selten gelassen. Aber das ist tatsächlich Platz Nummer 1 von den seltensten Item Shop Spitzhacken, was wirklich crazy ist. Aber wir sind noch nicht mal am Ende. Hier geht es nämlich auch schon direkt weiter mit den ganzen seltenen Gleitern. Denn die ganzen seltenen Gleiter sind auch interessant. Unten links ein Gleiter, der nicht schlecht ist. 526 Tage alt. Also hier sind wirklich auch krasse Gleiter dabei. Oh mein Gott, an den kann ich mich... Alter, an den kann ich mich 0,0 dran erinnern. An den Ecto-Glider von Ghostbusters. Alter, sieht der crazy aus. Also das ist wirklich ein crazy Gleiter. Wir haben hier, ja, der Traktor-Gleiter finde ich noch cool. Kratos-Gleiter ist cool. Aber so der Rest, naja, aber trotzdem schon richtig, richtig gut selten. Gleiter, so krass seltene gibt es gar nicht so viele. Der seltenste Itemshop-Gleiter ist tatsächlich Roadtrip mit 1722 Tagen. Und wer den besitzt, GGs, ihr habt einen geisteskrank seltenen Gleiter, also das ist wirklich crazy. Was kommt jetzt? Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Ich habe das Video hier selber gemacht, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Schauen wir uns die seltenen Emotes mal an. Unten links haben wir Salto, also Rückwärtssalto. Ja, nicht so besonders geile Emotes jetzt hier, die ich sehen kann. Lil Warthog ist cool. Von den Emotes her, Glyphic ist auch geil, muss ich sagen.
Also ich glaube, dieses Emote will jeder haben. Das Auslachen-Emote ist aktuell 559 Tage alt. Kommt natürlich immer drauf an, wann ihr diese Videos immer sehen solltet. Müsst dann halt immer die Tage plus rechnen, je nachdem, wann ich es halt hochgeladen habe. Aber ansonsten sehe ich echt nicht hier so Emotes, wo ich sage, ey, das ist ultra krass. Gut, Out West ist cool, muss ich sagen. Das ist ein cooles Emote, ist ein Ikonentanz. Stuck ist noch ganz cool. Boah, das ganz links ist verdammt cool. Das habe ich sogar, ist auch schon selten. Viele, viele Ikonen-Emotes sind tatsächlich hier in der Liste. Oha, das ist krass. Wusste ich gar nicht, dass so viele selten sind. Und hier sind wir auch schon wieder beim Ende angekommen von den ganzen seltenen Emotes. Bel Air ist aktuell der seltenste Itemshop-Tanz. Und tatsächlich ist der Emote vom Travis Scott Platz Nummer 2. Zombie-Emote kam dieses Jahr Halloween tatsächlich nicht in den Itemshop. Was schon krass ist, Lackierungen, da kracht es komplett. Also gönnt euch mal, die Lackierung unten links fängt mit 800 Tagen schon an. Also das ist crazy. Das ist wirklich crazy. 800 Tage und 873 Tagen. Also von den Lackierungen her, den gibt es gar nicht so viel seltene. Das sind tatsächlich alle seltenen Lackierungen, die es vom Itemshop gibt. Und da ist echt nicht viel drin. Nee, da ist nicht viel drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das müsste Travis Scott Lackierung sein. Und das hier oben müsste Stranger Things sein. Platz Nummer 2 der seltensten Itemshop Lackierungen. Sehr, sehr krass. Dann geht es hier weiter. Mit was geht es denn hier weiter? Ich glaube mit Ladebildschirm, nee, mit Musikpaketen. Okay, das Musikpaket ist unten 662 Tage alt und einmal weihnachtlich 709 Tage alt. Das ist krass, also Musikpakete, muss ich sagen, gibt es auch nicht so viele seltene. Das seltenste ist aber auch schon krass selten, 1575 Tage. Das ist crazy. Und zu guter Letzt natürlich das langweiligste, oder? Ja genau, und zwar ganz normale Ladebildschirme vom Itemshop. Das sind die seltensten Fortnite-Itemshop-Ladebildschirme. Sind jetzt keine ultra seltenen dabei, muss ich sagen. Das seltenste ist knapp 800 Tage alt. Klar, geht schon Richtung 1000 Tage, aber finde ich jetzt nicht ultra selten. Wie fandet ihr das Ganze? Mal zu sehen, was alles so selten ist, lasst es mich natürlich gerne wissen. Und falls ihr bis hierher geguckt habt, kommentiert einfach OG in die Kommentare. Und ansonsten gerne noch meinen CC benutzen im Fortnite-Itemshop.